Hallo ihr alle da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner 8. Folge. Diesmal, wie ihr seht, in meinem Wohnzimmer. So, ich hoffe, dass das Video jetzt auch läuft und aufnimmt. Hat nämlich gerade schon die erste Fehlermeldung nach gefühlten 0,3 Sekunden. Warum sitze ich heute in meinem Wohnzimmer? Das hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen bin ich gebeten worden, ob ich denn nicht mal mein Spinnrad herzeigen könnte. Und das steht halt nun mal hier. Und zum anderen habe ich mir gedacht, wenn ich ohnehin allein daheim bin, warum sollte ich dann eigentlich immer mein ganzes Zeug nach oben schleppen und dann wieder nach unten schleppen, wenn ich es ja hier eigentlich sowieso stehen habe. Ja, ich habe eine Menge zu erzählen, deswegen fange ich lieber gleich an. ich habe gestrickt. Ich habe das fertig gestrickt. Und zwar meinen Bumerang. Tata! Geh mal ein bisschen weiter zurück. So schaut er aus. Hier gelb über orange, über rot, über blau. Und sehe ich euch nicht mehr. Genau. Ja, also ihr seht schon so meine Flügelspannweite 1,60 Meter. Ja. Ich habe locker abgekettet, offensichtlich wohl etwas zu locker, wie man hier am Rand sieht, das wälzt sich. Vielleicht muss ich's, ich habe es jetzt gar nicht gespannt. Entweder ich mache den lockeren Rand nochmal auf und kette etwas fester ab, aber dann wird es wahrscheinlich zu fest werden. Oder ich spanne es ein bisschen. Oder ich lasse es einfach so, weil wenn man sich das rumwickelt, ups. Tja, fällt es eigentlich eh nicht so wirklich auf. Genau. Ist die Seite verdreht. Na, egal. Genau. So schaut es aus. Man kann schön rumhängen. Die Enden bleiben da, wo sie sind. Oder ich mache es wie die Sandra und mache einfach eine Haarklammer rein. genau. Sind auch nicht zu lange. Höher. Ja, genau. So, meine Haare sind schrecklich. Ich wollte eigentlich zum Friseur gestern, aber weil die Antonia beim Kieferorthopäden einen längeren Termin hat, der mir gedacht, ha, bingo. Ja, stattdessen war ich dann mit der Johanna beim HNO-Arzt, weil die verschnupft war und sich das bei ihr in letzter Zeit oder die letzten Male immer so in die Stirnhöhlen setzt und sie also Kopfweh, und gestern habe ich sie dann wieder von der Schule abgeholt. Und dann haben wir eben gesagt, na, da müssen wir jetzt mal nachschauen lassen. Ja, jetzt gucken wir mal. Also war es nichts mit Friseur, sondern HNO-Arzt. Blöd. Wenn ich das nächste Mal hier unten aufnehme, sollte ich vielleicht hier die Tür zumachen. Ich glaube, das stört so ein bisschen blöd im Hintergrund. Aber sei es, wie es sei. Genau, also der ist fertig geworden. Ich habe den einen Knäuel, den ich in Arbeit hatte, wo ich es euch das letzte Mal gezeigt habe, fertig gestrickt. Habe dann noch einen zweiten angefangen, weil es ein kleines bisschen größer hat es doch werden dürfen. Und vor allem kam dann da auch nochmal so eine Art Gelb. Dann habe ich mir gedacht, nur mit Gelb anfangen, mit Gelb aufhören, ist vielleicht nicht so das Schlechteste. Ja, von der Jackwolle habe ich einen Knäuel komplett und einen so ungefähr zur Hälfte verbraucht. Also da habe ich auch noch was übrig. Mal schauen. Ja, und jetzt habe ich eben von der, das ist ja eine handgesponnene Wolle, da habe ich jetzt also auch noch einen ganzen Schwung übrig. Und ich habe mir überlegt, ich werde ihn vielleicht ein Tubularity, so spricht man ihn, ein Tubularity draus machen. Weil, finde den eigentlich, ich habe jetzt da so viele Fotos gesehen, erst hat er mir ja nicht so wirklich gefallen, aber dann, ich habe inzwischen so viele Fotos gesehen, dass ich mir gedacht habe, ach, das ist doch für die bunte Wolle genau das Richtige. Und da strickst du den einfach so, also ich will jetzt da kein so ellenlanges Schlauchdings haben, aber ich stricke dann einfach so weit, wie die Wolle reicht oder bis er mir halt taugt von der Länge her. Genau, dann ist nämlich die Wolle dann auch aufgebracht. Ich habe den schon in meine Planung, meine Queue geschoben bei Ravelry. Mal schauen, wann ich dazu komme. Ansonsten ist fertig einer meiner Shopper-Socken. Also ich habe es ja Stulpin-Socken genannt. Der ist fertig.
Oh, ich habe sogar eine Bandspitze gemacht. Eigentlich mag ich die Bandspitzen ja nicht so. Und dann bin ich auch durch einen anderen Podcast, ich weiß es gar nicht mehr, war es die Elli oder war es die Sandra? Irgendeine, ich habe auch ein bisschen Halsweh, merke ich, lasse es das Tuch gleich dran. Irgendeine Podcasterin hat erzählt, dass sie bei der Bändchenspitze nicht so arbeitet, wie es immer in den Tabellen angegeben ist. Also man macht die Abnahmen, dann strickt man 4 rein, dann macht man die Abnahmen, dann strickt man 2x3 rein und so und dieses, Und ich glaube, das war auch das, was mich immer so gestört hat, warum ich die so ungern gestrickt habe. Und ich habe jetzt bei der Spitze, sieht man die andere? Nein, die sieht man auch nicht besser. Ich habe hier jetzt einfach in jeder zweiten Reihe abgenommen, bis ich die Hälfte Maschen weggehabt habe. Und dann habe ich in jeder Reihe abgenommen. Und ich finde, die ist schön rund. Die andere, die sind dann auch immer so spitz und der Spitz ist dann natürlich nicht am Daumen, hätte ich beinahe gesagt, am großen Zeh, wo man es eher brauchen könnte, sondern in der Mitte und dann finde ich, sitzen die immer so komisch. Die ist jetzt ein bisschen runder geworden, ja, und ist wunderbar. Oh, ich hätte vielleicht hier mein Mailprogramm ausschalten sollen. So, damit sie nicht dauernd Ding macht. So, ich habe euch schon erzählt, dass ich die Fischlips Kiss Heel stricke oder gestrickt habe und die gefällt mir echt gut. Die ist super einfach zum Stricken. Ich habe eigentlich, naja, hier, wenn man so will, ist, man sieht es aber kaum, also wenn man so will, ist hier so ein kleines Löchlein und auf der anderen Seite, nee, da ist es besser. Da ist hier der Übergang besser. Also wenn man so will, wobei ich da jetzt, also Löchlein wäre jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Genau, hat sich toll stricken lassen. Ich werde die jetzt auch genauso stricken beim anderen Socken und beim nächsten Mal, wenn ich die stricke, mache ich vielleicht, weiß auch nicht, dass ich noch eine irgendwie mit dazu nehme und die verschränkt abstricke und in der nächsten Reihe gleich wieder abnehme. Irgendwie so. Oder ich muss einfach noch fester anziehen bei dem, damit da kein Löchlein ist. Genau, die zweite ist in Arbeit. Da bin ich auch, die ist jetzt zwischenzeitlich mal ein kleines bisschen gelegen, muss ich gestehen, aber jetzt habe ich es die letzten 2 Tage wieder mehr in der Hand gehabt. Also ich habe jetzt mit der dritten Musterwiederholung angefangen, 4 sind es insgesamt. Und das strickt sich irre schnell, ich weiß gar nicht wieso, weil im Endeffekt, diese 10 Reihen, die man hier sieht, das sind eigentlich 20 gestrickte Reihen. Und also 20 Reihen in glatt rechts dauern gefühlte Ewigkeit. Und da denke ich mir dann immer, wenn ich zähle, auch es brauchst nur noch einmal die beiden Reihen und dann kannst du schon wieder dieses Zwischenmuster stricken. Also ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es wirklich einfach die Abwechslung, nicht diese stupide glatt rechts, sondern eben immer einmal über die rechte Masche den Umschlag, einmal dann in der nächsten Reihe über die linke Masche den Umschlag. Also, ich glaube, Patentmuster muss ich jetzt nicht groß erklären. Wenn ich es erklären soll, dann sagt mir Bescheid, dann mache ich das natürlich gerne. ja, und nachdem ich ja dann eben mich belohnen musste, dass ich den Bumerang, das Ufo, glaube, was habe ich nachgeschaut? 2014, glaube ich, hatte ich das angefangen. Ja, musste ich mich natürlich belohnen und habe was Neues angefangen. Ich hoffe, dass das hier mit dem Licht so geht. Ich habe nämlich nur meine Stehlampe, die hier schräg links ist, mal so ein Deckenfluter an und die Terrassentür ist gegenüber von mir. Aber ich glaube, dass es mit dem Licht so ganz gut passt. Ja, man sieht gar nichts. Das wird der Boxy. Ja, zeig's euch mal. Oh, die Farben sind nicht so grell, die sind ein bisschen dunkler in echt. Und ich habe, man kann 2 Varianten stricken, entweder die eine Vorderteil und Rückenteil extrig oder in einem, dann sind es halt mal so schlappe 390 Maschen, deswegen schuppert sich das hier auch so, dass man eigentlich gar nichts erkennen kann. Ja, und dann sollte man eigentlich erstmal 3 Reihen Bündchenmuster stricken, was ich aber leider erst, wo ich in der zweiten glatt rechten Reihe war, gecheckt habe,
dass man da Münchenmuster stricken soll. Und dann haben sie gedacht, nee, ich trenne jetzt nicht alles auf und schlage nochmal 390 Maschen an. Und ich ribbel auch nicht alles einzeln, also strick alles einzeln zurück. Ich lasse das jetzt so mit den zwei Maschen rechts. Aber ich glaube, es zwei Runden. Aber es fällt auch nicht auf, dass sich das hier so ein zum kleinen, ja, also einkringeln wäre jetzt echt zu viel gesagt. Und dafür habe ich dann 5 Runden Bündchenmuster gestrickt. Ja, und jetzt geht es halt dann mal, keine Ahnung, wie viel Zentimeter, glatt rechts dahin. Ja, ist ein schönes Mitnehmprojekt, denke ich. Genau, hier der Knäuel. Das ist Wollmeise. Und jetzt fehlt mir natürlich das Etikett. Die habe ich letztes Jahr gekauft bei der Wollmeise. Und das müsste die Pure sein. Aber ich kann es euch noch unten drunter schreiben. Das muss ich mir gleich notieren. Ach, wenn mein Stift gehen würde. Gott. Jawohl. Ich glaube, das war es auch schon zum Stricken. Ich guck gerade mal. Genau. Ja, mit meiner Wetterdecke habe ich weiter gestrickt. Die habe ich jetzt gar nicht dabei. Da hinke ich aber gerade ziemlich hinterher. Ja, irgendwie will ich jetzt die Socken fertig machen. Und dann hatte ich auch wieder ein bisschen Probleme mit dem Handgelenk, wahrscheinlich eben, weil ich so viel gestrickt habe. Und da merke ich einfach mit den dünneren Nadeln, also für den Boxy habe ich 3,5, für die Socken glaube ich 2,5. Das geht mir weniger aufs Handgelenk. Für die Wetterdecke habe ich ja doch 5er. Ich habe das hier drüben stehen. Ich nehme euch gerade mal mit. Hier ist so mein Wollstrick, möchte ich gern mal machen, Korb, einer meiner vielen. Genau, also das sind relativ dicke Nadeln und ich habe dann 2 Reihen gestrickt und habe gemerkt, das geht mir also noch mehr aufs Handgelenk als eh schon. Wahrscheinlich sollte ich einfach mal ein paar Tage Ruhe geben, aber ihr wisst ja, wie das immer so ist, so gar nichts machen. Da habe ich gedacht, naja, spinnst du halt vielleicht ein bisschen mehr, Ja, naja. Aber jetzt geht's schon wieder. Also, ja, und mit der Wetterdecke habe ich auch nochmal mein System umgestellt quasi. Ich habe ja bisher immer geschaut, die Vorhersage, was sagt er denn an für den nächsten Tag für eine Temperatur, also von bis welchen Bereich, und habe dann geschaut, dass ich mittags 12, 1 rum genau auf die Temperatur schaue. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ach, jetzt schaust du mal rückwirkend. Und das habe ich dann auch gemacht und es war also rückwirkend im Januar, glaube ich, an 2 oder 3 Tagen, dass die Temperatur sich so unterschieden hat, dass es eine andere Farbe zur Folge gehabt hat. Und ich habe dann schon gemerkt, ich denke auch manchmal mittags nicht dran, dass ich gucke, und insofern nehme ich jetzt einfach die rückwirkenden Werte. Ganz hundertprozentig ist es auch nicht, weil wenn, dann müsste ich hier wirklich auf meine Wetterstation schauen. Also wir haben schon so ein Thermometer, das die Höchst- und Mindesttemperatur anzeigt, aber da müsste ich dann auch jeden Tag um die gleiche Uhrzeit drauf schauen. Und ich meine, in der Früh geht es nicht, weil dann schläft man mal länger. Mittags geht es nicht, weil dann ist man mal in der Arbeit oder unterwegs. Und die anderen Werte, die ich am Computer schaue, die sind halt rechnerisch. Ich habe es mir gestern gedacht, mein Handy sagt mittags irgendwie 1 Grad und mein Thermometer zeigt mir 7 Grad an. Aber mein Mann hat schon gesagt, mach doch da keine Doktorarbeit draus. Insofern nehme ich jetzt einfach die rückwirkenden Werte, den Höchstwert und den niedrigsten Wert, und rechne mir da einfach den Durchschnitt, die Mitte aus, und das wird dann genommen, fertig, aus. Tue ich jetzt gar nicht mehr lang rum. Ja, so ist das jetzt. Genau. Gerade mal einen Schluck nehmen, ich merke, mein Hals wird rau. Kein Wunder, in der Arbeit wird man angehustet, daheim wird man angehustet, da soll man es nicht selber kriegen. Genau, ach, ich quatsche schon wieder viel zu lang. Gesponnen. Gesponnen habe ich meinen Adventskalender fertig. Gesponnen war er ja schon, verzwirnen musste ich ihn ja noch. Ich zeige es euch mal, ich muss mir nur kurz abtauchen. So schauen die aus, meine Strängchen. Genau, ich hatte die so ein bisschen nach Farben sortiert und habe es dann mit einem Beilaufgarn verzwirnt. Na, schauen, dass mir nicht alles runterrutscht. Jetzt möchte man ja meinen,
Das Zwirnen, vor allem mit einem fertigen Garn, wäre Pipifax. Mhm. Wäre es auch, wenn die Sikone hier nicht so blöd gewickelt wäre. Ich muss hier ganz schön rumbalancieren. Das sind immer zwei Fäden, die da zusammen aufgewickelt sind. Ja, und ich habe das aber irgendwie nicht gemerkt. Irgendwie, glaube ich, war einer kürzer, weil ich meine, also wenn ich das jetzt so, ja, wenn ich das jetzt so halte, man sieht es ja doch, dass es zwei Fäden sind. Ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich angefangen und dann denke ich mal, was ist denn hier für ein Gegruschtel und also Wollkotze sollten das gleichen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Und dann habe ich eben festgestellt, es sind zwei Fäden, die immer zusammen aufgewickelt sind. Das heißt, ich bin dann immer hergegangen, habe dann also den einen quasi zum, ja, hier ist mein Spinnrad, ne, zum Verzwirnen genommen, den anderen dann immer zum Knäuel gewickelt und dann wieder ein Stückchen abgewickelt, das verzwirnt, das zum Knäuel gewickelt. Mhm. Immer so, meterweise. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, zum Glück musste ich es ja nur bei zwei Strängen machen, weil ich natürlich, also bei dem ersten Strang, dann habe ich natürlich das Abgewickelte für den zweiten genommen, dann die ganze Prozedur wieder für den dritten und dann einfach das Abgewickelte für den vierten. Also zumindest der zweite und der vierte Strang sind relativ schnell verzwirnt gewesen. Ja, und ich mache es dann immer so, deswegen hängen hier diese Böppel, das ist so eigentlich Laminierfolie. Und wenn ich mal was laminiere, was kleiner ist, wo ich dann abschneide, dann hebe ich mir die auf. Irgendwas, was haben wir da gemacht? Irgendwas haben wir da mal gebastelt. Oder ich laminiere mir halt auch mal eine Folie einfach zusammen und schneide die dann eben in so kleine, genau, da spiegelt es gut, da sieht man es, in so kleine Etiketten und ja, nummeriere die dann jetzt hier in dem Fall mit Buchstaben, weil ich diese Wolle gern in der richtigen Reihenfolge dann auch wieder verstricken möchte. Und das geht eben los, hier zum Beispiel bei A. Also A ist dann der Anfang, bis B ist das Ende. Der nächste ist dann, geht dann logischerweise beim B weiter, dann ist C das Ende, dann geht es mit dem C weiter, ja, und so weiter. Genau. Und draus stricken möchte ich mir wahrscheinlich den Featherweight Cardigan, den habe ich bei der Ellie auch schon gesehen, aus einer handgesponnenen Wolle. Und ich glaube, die war auch mit Beilaufgarn verzwirnt. Ich denke, das müsste auch reichen. Ich habe es jetzt hier auch schon, jetzt habe ich die Gesamtlauflänge nicht zusammengerechnet. Ich habe natürlich hier, ups, hier ganz brav, wie viel Meter auf wie viel Gramm. Das sind 16.600, also 1.800 Meter würde ich jetzt mal so überschlagen auf diese 400 bissel was Gramm. Ja, ich denke, das könnte langen für eine Jacke. Und ja, was auch ein bisschen schwierig war, das habe ich natürlich auch dann erst nachher festgestellt, dass das Beilaufgarn eigentlich in die falsche Richtung gesponnen, das sind zwei Fäden, in die falsche Richtung gesponnen und verzwirnt war, also anders als meine Wolle, andersrum. Das heißt, ich habe dann beim Verzwirnen, ja, ich habe es teilweise ein bisschen locker, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn ich das jetzt so verzwirne, dass es sich dann wieder um sich selber dreht, dann ist es mir zu fest. Deswegen ist es hier bei dem Rot, glaube ich, kann man es ganz gut erkennen. Moment, das sind das zweite. Na, kommst du her? Also man sieht schon, dass das hier relativ locker ist. Also dass das so, ja, es könnte ein bisschen körniger, sage ich mal, sein, ja. Aber gut, das ist mir jetzt egal, ich werde das verstricken und ich glaube, also es sind ganz tolle Farben. Genau, so mehr die Blautöne beieinander. Hier auch, da geht es los mit Braun und dann Blau. Ja, also ich denke, da kriege ich bestimmt eine ganz tolle Jacke raus. Und ja,
bin froh, dass ich's jetzt endlich fertig habe. Und dann habe ich angefangen, meine Shetland-Wolle zu verspinnen. Da habe ich euch schon mal gesagt, was ich damit vorhabe. Da möchte ich mir einen Hemd draus stricken. Hier ist die Wolle. Wobei ich eigentlich prinzipiell nicht alles brauche. Ich habe mehr bestellt, als ich brauche. Oh, hier mit Braun habe ich angefangen. Ich werde jetzt mal einfach da eine Spule machen und mir dann überlegen, ob ich eine zweite Spule mache und die miteinander verzwirren oder ob ich die eine Spule zum Knäuel wickel und aus dem Knäuel verzwirren, weil ich denke, es geht dann doch, also man hat halt, es geht im Endeffekt nicht schneller, aber man hat einfach früher ein Ergebnis, wenn ich sage, ach, da habe ich jetzt schon mal ein Knäuel, wie, ach, jetzt habe ich eine Spule voll und jetzt muss ich noch eine spinnen. Und ich kann auch nicht so die Farben durchwechseln, weil ich habe noch nicht so viele Spulen für mein Spinnrad. Was prinzipiell auch nicht schlecht ist, weil dann muss man halt einfach mal was fertig machen, bevor man was Neues anfängt. Genau, und weil wir gerade beim Spinnrad sind, ich wurde ja gebeten, euch mein Spinnrad zu zeigen. Und da drehe ich euch jetzt gerade mal. Hier geht meine Anna. Ich habe vorher schon ewig rumexperimentiert, wo ich es am besten hinstelle, damit ich euch nicht gar so weit rumschwenken muss. Also ich hoffe, ihr konntet es erkennen. Es ist eine Anna vom Tom Walter, hier aus Deutschland im Norden, auf die ich knapp 3 Jahre gewartet habe. Das wusste ich aber vorher schon, dass man da so lange Wartezeiten hat und dann habe ich es mir bestellt und man kann da auch wirklich bis zum Schluss, also bis du die Mail kriegst, dass dein Spinnrad jetzt gebaut werden würde und ob du denn noch Interesse dran hast, bis dahin kann man also immer noch sagen, nee, ich mag es nicht mehr oder ich kann es mir jetzt gerade nicht leisten, weil das kostet doch, ich habe noch gezahlt 760, 80, irgendwie so. Inzwischen, glaube ich, kostet es nochmal ein 100er mehr. Ja, genau. Und ich habe halt einfach drauf gespart, habe immer jeden Monat automatisch 50 Euro vom Girokonto auf Sparbuch überweisen lassen. Und ja, das mache ich auch immer noch, weil es ist immer gut, wenn man ein bisschen Geld auf der Seite hat. Und ich denke, 50 Euro im Monat tun nicht weh. Und wenn ich mir dann mal so mein Sparbuch anschaue und mir denke, ach, da ist ja doch ein bisschen was drauf. Also, oder unser, wir haben ein gemeinsames Konto. Ja, da freut man sich dann ja auch, wenn man da ein bisschen Geld auf der Seite hat. Genau, also das ist mein Spinnrad. Ich habe auch noch ein Sonata, das habe ich mit meiner Antonia vererbt. Auch ein Reiserad, genau, die Anna ist auch ein Reiserad, die kann man zusammenklappen und mitnehmen. Ich habe mir dazu gekauft den Trolley vom IKEA Family. Da passt es super rein, wirklich, bin da ganz, ganz, finde ich ganz toll. Das Sonata ist ein bisschen größer, von der Firma Gromsky. Das habe ich jetzt auch gerade nicht da, da haben wir auch gerade ein bisschen ein Problem, dass an dem Holm, wo dann oben der Spinnkopf draufsteckt, da ist ja so eine Schraube auch auf der Seite drinnen, damit man diesen Holm festschrauben kann. Und das ist irgendwie genau an der Maserung. Und das ist leider schon relativ früh passiert, dass das an der Maserung eingerissen ist. Und dass eben diese Schraube, die da im Holz drin steckt, dieses Gewinde, dass das immer wieder rauskommt. Und ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist. Wir haben es auch schon mal geklebt. Wir haben auch schon mal einen Schreiner gefragt gehabt. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass die Antonia da vielleicht mal irgendwie hingestoßen ist. Oder auch die Johanna oder was. Jedenfalls ist dieses Stückchen Holz, das ist wie so ein Keil. Und das war eben nicht mehr flach, sondern das ist so richtig rausgestanden. So. Und jetzt hat mein Mann diesen Metalleinsatz raus und ja, jetzt muss man mal gucken, wie wir den wieder reinmachen. Da fällt mir an der Stelle ein, da muss ich ihn mal dran erinnern, weil das steht nämlich in Antonia ihrem Zimmer und ihr wisst ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Genau. Ich wurde auch gebeten, ob ich ein bisschen mehr über Spinnen erzählen kann. Klar, für alle, die nicht spinnen, ist das hier, sind das hier böhmische Dörfer. Ja, gern. Also es gibt da weitaus kompetentere Spinnerinnen, als ich es bin. Aber ich meine ganz ehrlich, wer erzählt nicht gern was über sein Hobby? Insofern würde ich das gerne tun. Ich weiß bloß nicht, ob ich das so einfach mal mit einbaue nach und nach oder ob ich ja eine Sondersendung nur übers Spinnen, nee, glaube ich, das ist nichts. Nichts für mich und wie gesagt, da gibt es kompetentere. Ja, aber ich kann gerne immer mal wieder so ein bisschen was mit einfließen lassen.
Bloß für heute war es mir jetzt zu kurzfristig. Ich habe das gerade erst gelesen und da muss ich mir einfach doch ein bisschen Gedanken machen, ein bisschen was zusammenschreiben. Wo fange ich denn an, damit ich nicht vom Hundertsten ins Tausendste komme, weil, wie gesagt, über sein Hobby kann man ja stundenlang sprechen. Oder? Geht euch doch bestimmt genauso. Deswegen machen wir ja auch Podcasts, damit wir jemanden haben, der uns zuhört. Genau. Also da lasse ich mir mal noch was einfallen. Genau. Die Shetland-Wolle, die jetzt auf der Spule ist, da sieht man noch nicht wirklich viel. Wie gesagt, ich habe mal einfach mit der braunen angefangen. Und da werde ich euch nächste Woche was drüber erzählen. Und ich nächstes Mal. Und ich denke, das ist auch quasi eine gute Gelegenheit, um da mal wirklich so mit dem, wie fange ich denn das Spinnen an? Ja, oder was gibt es da? Was kann man, was muss man, was sollte man beachten? Ich glaube, das ist dann ein ganz guter Einstieg. Genau, ich habe mich noch gar nicht entschuldigt, dass ich ja eine Woche später aufnehme als üblich. Ich musste letzte Woche in der Arbeit einspringen und waren zwei Kolleginnen krank. So ist das. Genau, gekauft habe ich natürlich auch. Wie könnte es anders sein? Aber im Moment ziehe ich mir ja keine Punkte mehr ab für mein MMM. Also für meine persönliche Wertung beim MMM 2017. Ich weiß gar nicht, ich bin da glaube ich auch bei den Kommentaren gefragt worden. Das ist bei Ravelry, in der, wer Ravelry nicht kennt, in der groß, das ist eine weltweite Strick-, Spinnen-, Häkel-, also so Handarbeits-Community. Da gibt es eben, da gibt es Anleitungen, da gibt es Leute, die man kennenlernen kann, also virtuell. Es gibt Gruppen, denen man beitreten kann. Also wer da noch nicht ist, schaut es euch rein, wirklich ist super. Und wenn es rein nur um Anleitungen geht, es gibt viel kostenlose und ist eigentlich eine englische Plattform. Man kann sich es aber umstellen auf Deutsch. Das meiste ist schon übersetzt oder so das Wichtigste. Genau, und eben da in der Gruppe Podcasting auf Deutsch gibt es die Aktion MMM 2017. Ich dachte, ich weiß es auswendig. Meilensteine, Motto-Monate und das dritte M. Komisch, wenn es andere sagen und Schwierigkeiten haben, denke ich mir immer, ach, das ist sogar nicht so schwer. Und jetzt stolper ich selber drüber. Genau, eben eine Aktion, wo man mitmachen kann, die quasi dazu gedacht ist, dass man einfach mal seinen Wollvorrat aufbraucht oder auch mal durchschaut, ja, vielleicht auch was hergibt oder eben angefangene Projekte fertig macht. Und ja, jeden Monat wird was verlost, gibt es einen Preis zu gewinnen. Und ich persönlich gebe mir eben Punkte für alles, was ich fertig habe oder wenn ich ein Motto erfüllt habe. Aber das kann jeder machen, wie er will. Genau, da kurz die Erklärung, was denn der, die das MMM 2017 ist. Ja, am Motivation war es. Motivation, Meilensteine, Motto-Monate. So, genau. Ha, wusste doch, dass ich es weiß. Genau, und letztes Jahr hatte ich mir Punkte abgezogen, wenn ich Wolle gekauft habe. Und das habe ich aber dann ganz schnell bleiben lassen. Und dieses Jahr habe ich beschlossen, wenn ich in einem Monat nichts kaufe, weder Wolle noch Anleitungen, dann kriege ich einen Punkt plus. Aber das habe ich im Januar und auch im Februar bisher nicht geschafft. Wo fange ich denn an? Ich war bei der Wollmeise in Pfaffenhofen. Da war ich ja letztes Jahr auch schon, wo wir beim Gardetreffen in Allershausen waren, weil Pfaffenhofen nur eine Ausfahrt weiter ist. Und da habe ich dieses Mal wieder ausgenutzt. Jetzt raschelt es leider ein bisschen. Ich finde auch die Tüte total klasse hier mit den Abkürzungen oder Übersetzungen Englisch, Deutsch. Da auf der Seite geht es auch noch weiter. Ja, boah, das raschelt jetzt arg. Ich hätte es mal ausfahren sollen. Also, ich habe mir gekauft 3 Stränge Twin. Also das ist 80% Wolle, 20% Polyamid in der Farbe Pfefferminzprinz. Ich nehme da immer gern, also ich habe da kein Problem damit, die Nobody is Perfect Stränge zu nehmen, das heißt, die irgendwelche Fehler haben. Also hier sind es jetzt zum Beispiel Knoten, das stört mich nicht. Ja. Oder gerade wenn auch mal was ist, das ist ja immer gekennzeichnet, welcher Fehler das denn da ist, wenn da mal die Farbe, also stört mich jetzt überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt nicht gerade eben schon was angefangen habe und sage, ich brauche genau die Farbe noch, weil es mir nicht gelangt hat,
Aber ansonsten stört mich das nicht. Also auch der Boxy, den ich angeschlagen habe, das ist, glaube ich, auch ein Farbfehler. Und da, wenn ich einen Strang für das ganze Ding habe, da stört mich das nicht. Also wirklich. Und ein paar Euro gespart sind es auch, weil ganz ehrlich, ganz günstig ist es nicht. Aber es ist einfach tolle Wolle und tolle Farben. Ja. Genau, aus dem Pfefferminzprinz wird der Campsite-Cardi. Ich glaube, den habe ich gefunden beim, manchmal zuckt mein Finger so und ich gucke mir die angesagten Anleitungen bei Ravelry an. Das sollte man nicht tun. Und da habe ich den gefunden. Und dann habe ich mir so gedacht, oh ja, das ist doch klasse. Und deswegen habe ich auch nur so eine hoffentlich relativ wenig musternde Wolle, aber so ganz einfarbig wollte ich auch nicht. Dann kann ich mir auch irgendeine 0815 Wolle kaufen, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich noch diese drei Schätzchen hier. Genau, also das ist Pure, 100% Wolle. Hollerstauden nennt sich der hier. Ups, so sieht man gut. So, schöne, ja, schon leuchten. Das Pink hier ist nicht ganz so krass wie jetzt am Bildschirm, aber ja, aber es sind schon schöne leuchtende Farben. Das ist ein Farbfehlerstrang. Dann habe ich hier einmal Neptun in Mittel, das ist jetzt ein regulärer Strang. Und einmal die Elsa. Also der eine ist ein bisschen dunkler, ein bisschen heller. Hier scheint es jetzt sehr bläulich, es ist eigentlich mehr Petrolfarben. Und daraus soll werden ein Pullover, nämlich der Breathing Space. Ich verlinke euch die Anleitungen dann auch in den Shownotes. Und genau, dieser Pulli ist so, der geht also unten los mit dem einfarbigen Teil. Dann kommen Streifen, die sind dann auch so schräg. Ich weiß nicht, ob das wird der erste Teil mit verkürzten Reihen gearbeitet werden, vermutlich. Dann kommen schräge Streifen und dann kommt oben nochmal ein glatt, also ein normal einfarbiger Teil. Und ich habe mir gedacht, ich fange an mit, weiß noch nicht, wahrscheinlich den dunklen unten. Mach bis zur Hälfte der Streifen, also hier werden dann die Streifen draus, mach das so bis zur Hälfte, fang dann bei der Hälfte mit dem helleren Strang an und mach den dann auch oben das einfarbige in dem helleren. Ja, soweit der Plan. Mal gucken, wann ich damit anfange. Das ist dann immer so mein Problem, so am liebsten würde ich ja gleich anfangen, ich würde am liebsten alles gleich anfangen. Aber wenn ich jetzt anfange, kann ich mir dafür keinen Punkt geben, weil es ja keine Stashwolle ist. Andererseits ist es natürlich auch vollkommen am Ziel verfehlt, wenn ich das jetzt ein Jahr lang liegen lasse und sage, jetzt darf ich es anstricken, weil jetzt darf ich mir Punkte geben. Ist jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber jetzt habe ich ja erstmal den Boxy angefangen. Da ging es mir nämlich genauso, dass ich, ja, das war ja vom letzten Jahr, und dann dachte, nee, ich muss warten. Eigentlich Quatsch. Also eigentlich ist es wirklich Thema verfehlt. 6 Sätzen. Aber mal schauen. Ich habe mir auch überlegt, ich sollte für mich persönlich meinen Stash vielleicht gar nicht so an der Jahreszahl festmachen. Ja, weil zum Beispiel die Sockenwolle, wo ja auch die dazugehört, die ich irgendwie so im November oder was gekauft habe. Klar, wenn ich sage 2016, dann ist es Stash. Wenn ich sage, die muss mindestens ein Jahr bei mir wohnen, dann natürlich nicht. Also, vielleicht werde ich mal, aber wie gesagt, ich habe so viel Wolle, zeige euch dann auch noch was, aber ganz viel, wo ich mir halt auch denke, ja, die habe ich mal teilweise noch von meiner Oma geerbt oder halt man hat es mal gekauft, ja, gerade wo es dann billig war und mal beim Aldi oder mal beim Müller und wo ich mir denke, mag die eigentlich nicht mehr so, also da gefällt mir jetzt die neuere Wolle natürlich schon besser. Dann sollte ich sie, denke ich, auch gleich verstricken, bevor sie mir nicht mehr gefällt. Aber, naja, mal gucken. Das stimmt schon im Endeffekt. Sollte ich für mich einfach definieren, möglichst viel Wolle verstricken, ob das jetzt neue oder alte ist, ist eigentlich egal. Möglichst wenig Wolle neu kaufen. Naja, genau. Und zum Thema möglichst wenig Wolle neu kaufen habe ich noch was von Craftsy. Ich muss den Newsletter kündigen, glaube ich, ehrlich. Die haben da immer so tolle Pakete. Letztens wollte ich mir auch schon eins bestellen und dann habe ich aber zu lang gewartet und dann wurde es nämlich wieder ein paar Euro teurer und dann habe ich gesagt, nö, dann nicht. Ich habe keinen Platz neben mir. Ich habe
die Wolle für diesen Schal. Fox, mein Englisch, Fox, Paws, Paws, wie auch immer. Fuchsfüße, oder? Fuchspfoten müsste das doch irgendwie heißen. Genau. Die Wolle ist Cloudborn Fibers, Highland Sport nennt sich die. Und die ist, welche Zusammensetzung hatten die? Ah, da oben, 100% fein Highland Wool. Cloudborn Fibers. Genau, ich habe nicht diese Farbvariante, die auf der Anleitung abgebildet ist, sondern ich habe die Variante mit Blau, Pitol, Türkis und Grau. Genau, also es wird nicht ganz so bunt, wie es da auf der Anleitung ist. Da hätte es mir auch gar nicht so gut gefallen. Und man kann ja aber dann immer, das hier wegpacken, man kann aber dann sich immer auch anzeigen lassen, wie es denn in den anderen Farben ausschaut. Und eben in diesen Blautönen hat mir das dann echt gut gefallen. Ja, blöd. genau. Eine Zeitschrift zum Nähen habe ich mir noch gegönnt. My Image nennt sich die. Wobei ich jetzt nicht gedacht hätte, dass dieser Strich hier, dass es ein I sein soll. Aber hier oben drüber steht es auch. My Image Magazine. Schnittmuster. Und mir hat eben das Kleid, das hier drauf ist, oder auch diese Bluse, das hat mir so gut gefallen. Ja, oder auch hier die Bluse. Und dann habe ich es durchgeblättert und habe also eine Menge schöne Sachen entdeckt und habe mir gedacht, ja, also da lohnt sich's. Was hat denn das gekostet? 5,95 Euro. Aber es sind also wirklich, wirklich schöne Sachen drin. Die Antonia hat auch schon was gefunden, das ich ihr nähen soll. Ich wollte es mir eigentlich einmerken. Aber jetzt, ich glaube, das war's. Das Kleid hier hätte sie gerne. Den Gürtel macht sie sich dann selber dazu, hat sie gesagt. Naja, gut. Und das Kleid ist also mit einem Schwierigkeitsgrad 1 bewertet, also quasi für volle Anfänger. Insofern denke ich, sollte ich das doch hinkriegen. Ich würde ja auch so gern nähen, ich komme nur irgendwie nie dazu. Oder ich nehme mir nie so die Zeit. Wenn ich dann mal Zeit hätte, habe ich keine Lust, dann stricke ich lieber. Und wenn ich gerne was nähen würde, habe ich keine Zeit. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, mir geht es halt so, dass ich, wenn ich tagsüber mal eine halbe Stunde Zeit habe oder mich am Nachmittag mal mit dem Kaffee hinhocke, dann nehme ich halt mal schnell mein Strickzeug oder mein Spinnrad und mache eine halbe Stunde was. Und meine halbe Stunde beim Nähen ist gar nichts, bis ich da alles hergerichtet habe. Naja, jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht einfach mal den Stoff bestellen für das Kleid. Und ich habe ja auch dieses Buch Jersey nähen, dass ich mir da einen Stoff bestelle. Und dann kann man ja mal alles zuschneiden. Und dann kann man ja mal vielleicht alles so in einem Aufwasch irgendwie dann. Ja, wenn dann die Maschinen stehen, dann stehen sie. Und dann wird genäht. Mal gucken. Ich muss auch noch immer die Vorhänge für meine Kinder nähen oder kürzen. Da habe ich irgendwie so überhaupt keine Lust dazu. Aber die liegen auch schon ewig. Ja, egal, genug gejammert. Was ich noch gekauft habe? Wir haben Urlaub gebucht. Und warum ich das jetzt hier in der Kategorie gekauft habe, weil ich habe natürlich einen Reiseführer gekauft. Norddalmatien, also Kroatien. Wir sind auf der Insel Vir, V-I-R geschrieben, etwas nördlich von Zadar. Ja, und ich bin ja immer so, dass ich sage, wenn ich dann schon weiß, wohin es in Urlaub geht und es ist gebucht, dann brauche ich einen Reiseführer und dann will ich da schon ein bisschen schmökern und mich drauf einstellen oder einfach auch mal gucken, ja, was wollen wir denn sehen. Die gelben Etiketten sind von der Johanna, die blauen sind von mir. Genau, da kriegt jedes Familienmitglied kriegt eine Farbe zugewiesen. Da habe ich hier so alle möglichen. Und genau, darf dann einmerken, was es denn auf alle Fälle unbedingt ganz gerne machen möchte. Ja, Mitte bis Ende August freue ich mich jetzt schon. Bis dahin habe ich noch ganz viel Vertretungen zu machen. Urlaubsvertretungen in der Arbeit. Naja, aber klar, jeder will ja mal in Urlaub gehen. Ja, da freue ich mich. Zur Küche. Zur Küche habe ich zu sagen, ich weiß immer noch nicht, ob man Brotteig einfach so teilen kann. Ich habe das letztes Mal ja einfach gemacht, bevor ich ihn das zweite Mal gehen habe lassen.
Und das Brot war auch schön knackig. Habe ich euch ja, glaube ich, noch gezeigt. Ja, genau, habe ich euch noch gezeigt gehabt. Aber es ist doch sehr kompakt geworden. Und also im Gärkörbchen, also normalerweise, wenn man das in dieses Körbchen, in dieses, das ist ja so ein, was ist denn das, Rohr, Bambus, irgendwie so ein Körbchen, das dann auch so diese typischen Rillen gibt, die man bei den Broten auch gerne sieht. Das geht normalerweise nochmal so richtig schön auf. Und da ist es schon eben nicht so aufgegangen. Und ja, man hat schon essen können, aber es war schon sehr kompakt. Und ich habe dann auch das letzte, also eins habe ich gleich eingefroren. Und das letzte Stück habe ich dann auch echt wegtun müssen. Nicht wegschmeißen, sondern das kriegen dann irgendwelche Hühner von irgendwelcher Verwandtschaft. Das war einfach hart, obwohl es im Brottopf war. Und im Prinzip stimme ich der Maja Lorbeere, kann mir eigentlich Schrift nicht mehr lesen, zu, die mir das bei YouTube geschrieben hat. Der Bäcker macht es ja auch so. Der macht eine Riesenmenge Teig und macht dann die einzelnen Brote draus. Und das stimmt. So hatte ich das noch nicht bedacht, aber das stimmt. Aber bei mir hat es irgendwie, weiß auch nicht so wirklich geklappt. Vielleicht hätte ich es auch ganz am Anfang schon teilen müssen, bevor ich den Teig das erste Mal gehen lasse. Momentan habe ich auch gerade wieder einen Teig am Gehen lassen. Es kann sein, dass es nachher mal piept. Und da traue ich mich jetzt nicht. Das lasse ich jetzt wieder in einem. Und ich habe gestern Abend noch an den Lutz Geißler geschrieben, nachdem im Internet nirgends was zu finden war, ob man Brotteig eben die Gesamtmenge einfach teilen kann, ob man was beachten muss, eben wann man ihn teilt. Vielleicht muss ich die Backtemperatur dann ändern, vielleicht muss ich ihn voll, vielleicht brauche ich von Haus aus mehr Teig, dass ich sage, ich kann es dann aufteilen, nirgends was zu finden. Und jetzt habe ich gestern Abend noch den Lutz Geißler angeschrieben und ja, hoffe, dass ich da bald Antwort kriege. Genau, Hefe habe ich eingefroren. Ja, den Tipp habe ich auch bei YouTube bekommen. Vielen Dank an die Nefri und die Anja Völkel, die mir geschrieben haben, Hefe kann man eingefrieren. Und ich wusste vom Sauerteig, dass man den eingefrieren kann, wobei ich jetzt aber auch wieder gelesen habe, nee, besser trocknen, dann behält er besser seine Triebkraft, wie wenn man ihn eingefriert. Naja, ich habe jetzt die Hefe eingefroren, weil ich mir gedacht habe, das merke ich dann schon beim nächsten Verwenden, ob die ihre Triebkraft noch hat. Wenn nicht, dann halt nicht, dann ist es halt so, das merkt man ja nochmal beim Vorteig dann schon. Wenn der nicht gescheit aufgeht, dann nehme ich mehr oder nehme eine Trockenhefe oder wie auch immer. Genau, hab's in so eine 1 Liter Gefriertröte mit so einem Zipperdingens und habe das klein gebröselt und habe es jetzt einfach flach hingelegt, dass das so ein bisschen getrennt gefrieren kann. Und ich denke, wenn ich es dann brauche, dann entweder haue ich nochmal drauf, damit das schön klein zerbröselt und nehme mir halt dann die Menge raus, die ich brauche. Mal gucken. Muss ich nur dran denken, dass ich die dann, meistens setze ich ja am Dienstag den Teig an, dass ich die Hefe dann, glaube ich, irgendwie Montagabend oder so schon raus tue, dass mir die auch wirklich auftaut, weil sonst passiert da wahrscheinlich gar nichts damit. Ja, also ihr seht, ich bin beim Brotbacken immer noch am Lernen. Ja, mal gucken. Mein Kalender hat eine neue Aufteilung. Schauen wir hier. Ach, hier habe ich noch was liegen. Haha. Zur Fischlips Kiss hin. Da hatte ich euch ja gesagt, ich habe die Anleitung schon länger und mir hat es immer vermieden, bisher danach zu stricken, weil diese Anleitung nämlich 16 Seiten hat. 16. Und genau, habe jetzt aber eben festgestellt, es ist viel, geht es darum, wie man zum Beispiel ausmisst, wenn man für jemanden Fremden strickt, wie man da jetzt ausmisst, eben die Fußgröße und wo die Spitze beginnen muss und wo der Knöchel, wo die Ferse beginnen muss. Also das ist ganz, ganz viel, wo es eben darum geht. Dann auch noch was zum Sock-Architecture. Das habe ich jetzt aber auch noch nicht ganz durchgelesen. Da geht es auch so ein bisschen drum, warum denn kommerziell hergestellte Socken besser passen oder anders passen, wie die selber gestrickten. Und dann geht es hier langsam mal so los mit der Anleitung von oben, von unten. Genau, also hier geht es eigentlich dann so richtig los mit der,
mit der Beschreibung, eben welche die Abkürzungen halt, wie man es in jeder Anleitung hat. Und dann eben die erste Hälfte, dann den Bumerang und die zweite Hälfte. Also im Endeffekt sind es diese zwei Seiten. Zwei Seiten sind eigentlich die eigentliche Anleitung für die Verse. Also, wem es so geht wie mir, dass man sich denkt, oh mein Gott, 16 Seiten Anleitung für eine Verse, keine Angst, zwei Seiten reichen. Gut, genau. Mein Kalender, wie gesagt, hat sein Design verändert. Ich hatte es ja jetzt die letzte Zeit immer so, die Tage. Und jetzt habe ich es so. Genau. Oh, ich drehe es schon wieder falsch rum. Genau. Habe hier, was ich getrunken habe, irgendwie schaffe ich nie mehr wie ein Liter. Hier die Tabelle für die Temperatur, für die Wetterdecke. Hier das Essen für die Woche und hier so, ja, To-Dos. Genau. Gefällt mir sehr gut so. Finde ich schöner. Vielleicht ist es aber auch einfach nur, weil es neuer ist. Keine Ahnung. Genau, also find ich persönlich schöner, handhabbarer wie den alten. Also da habe ich ja immer dann wirklich auch für jeden Tag die Aufkleber ausschneiden müssen, was ich zum Essen mache. Und das fällt jetzt natürlich weg. Alles andere ist relativ gleich geblieben. Ja, habe auch immer mal wieder neue Aufkleber, wie ihr seht. Ja, da sind es jetzt so Flacken. Fürs Essen habe ich hier so kleine Teller mit Besteck. Na, ach, die Kamera nervt mich. So, genau. Ja, genau. Das wollte ich euch auch noch kurz gezeigt haben. Damit bin ich jetzt auch... Ich war ja nie unglücklich mit meinem Kalender, aber wenn man mal sowas, wieder was Neues neu gestaltet, finde ich, ist man gleich wieder viel glücklicher. was war denn sonst noch so? Ja, die Antonia und ich, wir singen beim Lutherchor mit. Ah, ich wollte mir das Notenbuch her tun, wollte euch das Cover vom Notenbuch zeigen. Es gibt dieses Luther-Pop-Oratorium. Anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums. Das ist 2016 schon in Deutschland aufgeführt worden. Das ist ein Chor der 1000 Stimmen. So ganz bin ich noch nicht dahinter gestiegen, ob man da einfach hingehen hat können oder eben als Chor oder als Einzelperson. Ich glaube, man musste sich da schon anmelden, aber im Prinzip hat da jeder hingehen und einfach und mitsingen, mitproben und mitsingen können. Waren also, wenn man da bei YouTube Luther Pop Oratorium, das ist irre, wie viel Menschen da mitsingen. Und wir machen das eben im etwas kleineren Stil, auch in Tutzing, eine Klosterschwester, die Schwester Franziska, die hat das ins Leben gerufen. Ja, und da machen, also von meinem Chor machen ein paar Leute mit und die Antonia und ich eben auch. Einfach, wir machen mal so ein Mutter-Tochter-Ding. Und ja, die evangelische Pfarrerin ist auch mit dabei. Die kenne ich ja, ich singe ja schließlich im evangelischen Gospelchor, obwohl ich ja eigentlich katholisch bin, aber das ist bei uns egal. Genau, wo die anderen alle her sind, ob die irgendwie in Chören sind, Chorerfahrung haben, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist wirklich eine ganz bunt gemischte Truppe, macht auch echt Spaß. Ich glaube, wir waren bisher noch nie alle Leute gleichzeitig, aber es ist schon eine ganze Menge. Ja, und das macht echt wirklich Spaß. Ich kann euch mal verlinken, irgendwie, es gibt so Hörproben auf der Seite, die ist Kreative Kirche, nennt sich die, wo es eben die Noten und CDs und alles gibt. Da gibt es auch Hörproben, hört da mal rein, weil wenn man so hört, und Luther und Oratorium, aber es ist wirklich ein Pop-Oratorium. Also wo wir das erste Mal bei der Probe waren, ich hatte schon mal kurz reingehört, die Antonia gar nicht, und wo wir das erste Mal bei der Probe waren, die Antonia ist auch raus und hat gesagt, boah, das ist ja toll, das macht so Spaß und das ist ja so richtig peppig und also doch, uns macht es echt total Spaß, damit zu singen, da freuen wir uns drauf. Und genau, muss ich mir gerade mal aufschreiben, Link. Gut. Ja, genau, also das macht total Spaß. Die Aufführungen, also wir proben jetzt so voraussichtlich ungefähr bis Mai, jeden Mittwoch, dann ist im Juli mal ein Probenwochenende, wo dann auch der Hauptdarsteller kommt. Da wollte ich mal noch fragen, wer das ist, wo der herkommt. So, man ist ja nicht neugierig. Und im Ende Oktober ist dann die Aufführung, zweimal, einmal in der katholischen Kirche und einmal in der evangelischen Kirche.
Und die eine Aufführung ist leider an Johanna ihrem Geburtstag, aber ich habe sie gefragt, ob das denn für sie okay ist. Und weil ich mir irgendwo gedacht habe, mein Geburtstag ist jedes Jahr, Luther-Oratorium ist nur einmal. Also das wäre jetzt schade, wegen diesem einen Tag da zu sagen, nee, wir machen nicht mit. Ja, und ich denke, das kriegen wir schon hin. Genau, ansonsten haben die Antonia und ich uns Langlaufski gekauft und jetzt haben wir keinen Schnee mehr, ganz toll. Wir wollten schon welche, oder wir waren schon mal dort. Da gibt es einen Lagerverkauf, Sport Konrad, bei uns in der Nähe. Ja, und dann waren wir da dort und gesagt, wir wollen Langlaufski. Und dann hieß es, ja, wie viel wiegt ihr denn? Und dann gab es in unseren Gewichtsklassen leider keine Ski. Wie gesagt, die sind die Woche so ausgeräubert worden. Wir sollen doch bitte nächste Woche nochmal kommen. Vielleicht vorher anrufen, ob auch wirklich was da ist, aber es ist unterwegs. Ja, und da hätte man dann zumindest noch fahren können. Jetzt haben wir uns letzte Woche, wo ich arbeiten habe müssen, genau. Da haben wir uns die Ski gekauft und genau an dem Mittwoch oder war es am Dienstag, ging es ja los mit Regen, der den Schnee weggewaschen hat, dass ich schon gesagt habe, ich habe jetzt eigentlich überhaupt keine Lust mehr, noch Langlaufski zu kaufen. Aber wenn es dann wieder schneit, ja, oder spätestens im nächsten Jahr, wenn dann wieder die Loipe gespurt ist und wir haben wieder keine Ski, dann ärgere ich mich wieder. Also sind wir gefahren, haben welche gekauft und haben sie aufgeräumt. Naja, mal schauen. Eine leider auch nicht ganz so schöne Neuigkeit, oder was heißt neu für mich, also macht, um Gottes Willen, mach jetzt hier nicht die Pferdescheu. Ich habe ja erzählt, dass unser Handarbeitsgeschäft im Nachbarort, dass die Dame aufhört und ich da mal meine Telefonnummer hinterlassen habe. Ja, und die rief mich an, ob ich immer noch Interesse habe. Und dann war ich mit meiner Mama drunten letzte Woche. Wir haben mit der gesprochen, wir haben uns das angeschaut. Und gestern habe ich sie angerufen und habe ihr abgesagt. Ja, es ist... Mir tut es in der Seele weh. Mir blutet das Herz, dass ich meinem Traum von einem eigenen Handarbeitsgeschäft so nah war. Aber ja, es ist... Mein Mann ist dagegen. Und ganz ehrlich, klar, ohne dem seine Unterstützung, ohne dem sein Okay, braucht man sowas nicht anfangen. Ganz ehrlich. Und er hat schon auch Argumente gebracht, denen ich mich nicht ganz verschließen kann. Und ich selber war auch nicht so ganz hundertprozentig überzeugt, dass ich das so wirklich will. Weil wenn ich davon hundertprozentig überzeugt gewesen wäre, dann hätte ich auch meinen Mann überzeugt. Ja, dann hätte ich schon so lange auf den eingeredet, bis der sagt, ja, mach doch, was du willst. Aber ich war selber nicht so ganz überzeugt und ich glaube, es ist momentan noch der falsche Zeitpunkt. Mir war es jetzt wieder klar, eben mit der Johanna, wo die einen Tag und zwei Tage daheim war und wo man sie dann wieder von der Schule holen hat müssen. Und dann eben hier zum Tanzen, da zum Tanzen. Ich meine, das Gute ist, dass die Schule ja auch im gleichen Ort ist, das heißt, die mittags nach der Schule zu mir ins Geschäft kommen könnten. Aber ich denke, in 5, 6 Jahren, wenn die Antonia volljährig ist, einen Führerschein hat, zumindest schon mal, vielleicht auch die Johanna schon mit der Schule fertig ist, dann sind die Voraussetzungen ganz andere wie jetzt. Auch wenn sie so groß sind und rumzicken, ja, Pubertät lässt grüßen, aber brauchen tun sie mich halt doch noch. Und ja, dann ist halt auch wieder nichts mit Urlaub, ja. Und dann mein Mann sagt, ah, jetzt geht es uns finanziell so weit gut, dass wir uns eben auch einfach mal Urlaub leisten können, ja. Oder eben auch einfach mal sowas wie Langlaufski. Es gab andere Zeiten. Und das jetzt wieder alles aufgeben für einen Laden, wo es nicht weiß, wie er läuft. Die hat auch keine richtigen Zahlen genannt, wie viel sie denn für die Ware und das alles Ablöse haben will, wie viel es Miete kostet, wie ihre Einnahmen sind. Ja, ich meine, ich muss ja prinzipiell, bevor ich dazu sage, auch wissen, lohnt sich's für mich? Gehe ich da plus minus null raus oder habe ich einen Gewinn? Also einen Gewinn bestimmt, weil sonst hätte die schon längst aufgegeben. Aber ja, naja, und jetzt habe ich halt schweren Herzens wieder abgesagt. Ich habe dann zu meinem Mann gesagt, du, wenn du mich trösten willst, dann denk mal doch mal über Angora-Kaninchen nach. Ich hätte ja gern Angora-Kaninchen. Er war dann nicht abgeneigt, weil er hat dann eh schon, ja, ich weiß schon, jetzt bin ich wieder der Böse. Sage ich, nee, sondern ich will jetzt einfach nur in Ruhe mit dir drüber reden. Und ich war ihm auch nicht böse, es war okay. Aber er kennt mich halt zu gut, wenn ich was haben will und er dagegen ist, dann stimmt schon, bin ich da manchmal schon ein bisschen... Kann ich da schon echt gemein sein? Ob man es glaubt oder nicht. Aber egal.
Genau, ich habe mich jetzt schon ein bisschen schlau gemacht wegen Angora-Kaninchen. Ja, es ist halt, wir hatten ja jetzt auch Zwergkaninchen. Eins haben wir noch, eins ist verstorben. Ich weiß gar nicht, ob ich das das letzte Mal erzählt habe. Ich glaube schon. Im Prinzip sind die von der Haltung her nicht arg viel anders. Ein bisschen mehr Futter oder ein bisschen anderes Futter brauchen sie. Aber man muss die viermal im Jahr scheren. Weil die sonst einfach, denen wird es zu warm, die überhitzen, die fressen dann nichts und sterben. Krass gesagt. Ja, dann sind es halt auch gerade, klar, wenn ich die im Winter schere, kann ich sie nicht so wieder raussetzen. Das heißt, man müsste die auch in der Wohnung haben. Im Sommer müsste man sie öfter mal scheren, damit sie halt eben nicht so, ah, jetzt piept mein Brot. Egal, kann noch ein paar Minuten länger gehen. Ich hoffe nur, das Piepen stört nicht allzu sehr. Ich kann mal hier gerade die Tür schnell zumachen. Da hängt immer noch die Büchertasche dran aus der Bücherei. So. Hätte ich vielleicht mal gleich machen sollen, dass ich die Tür zumache. Genau, Angora-Kaninchen. Also da bin ich nur am Schauen. Ich finde auch komischerweise, ich habe jetzt einfach mal auch nach Züchtern geschaut, weil das natürlich immer das Beste ist, dahin zu gehen, mit dem zu reden. Ja, im Internet kann man sich schlau machen, klar, aber ja, aber ich finde komischerweise auch nicht so richtig irgendwie ein Züchterverzeichnis, wo man einfach sagen kann, da gibt es den und den und den und dann ruft man da mal an und geht da mal hin. Ja, und das mit dem viermal im Jahr scheren, ich weiß noch nicht so genau. Und eigentlich möchte ich auch, wenn dann ein Haustier, dann eigentlich schon wirklich ein Haustier. Wir haben auch überlegt, ob wir uns wieder Frettchen hertun. Hat man auch schon mal. Die hat man allerdings auch draußen. Und klar, man holt die dann schon rein, aber dann muss man sie halt auch wieder rausbringen. Und das finde ich dann immer so schade. Also lieber hätte ich es wirklich hier in der Wohnung. Wir hätten auch den Platz dafür und auch ein eigenes Zimmer, weil Frettchen können etwas unangenehm riechen. Unseres nicht, wir hatten ein Weibchen und also ich finde nicht, dass es unangenehm gerochen hat, eher so ein bisschen honigmäßig. Ja, mal schauen. Kinder möchten gern irgendwie Meerschweinchen. Gut, wäre auch drüber nachzudenken, aber ich hätte gerne irgendwas zum Kuscheln. Katze ist mein Mann allergisch, also Frettchen wäre schon eine tolle Alternative, die sind schon auch sehr verschmust, aber ich hätte es halt gern wirklich herinnen und das will er nicht. Ja. Und die Angora-Kaninchen, die müsste man halt eben, wie gesagt, drinnen und draußen halten. Ja, ah ja, mal schauen. Ach, ihr wisst, seht ja, was ich mir hier alles einbilde und rumspinne. Und ja, mein Gott. Genau, jetzt bin ich doch schon wieder fast bei einer Stunde, aber ich zeige euch jetzt noch was. Ich wurde gebeten, ob ich denn nicht mal meinen Wollvorrat herzeigen könnte. Nein. Das sind mehrere 45 Liter Sammlerkisten von Ikea, diese Kisten, plus so das ein oder andere. Ich habe überlegt, ein Foto zu machen, aber in meinem Keller schaut es gerade so dermaßen aus, dass ich, nein, wenn es da mal ein bisschen ordentlicher ist, mache ich gerne mal ein Foto von meinem Wolllager. Ich habe hier mal zusammengeschrieben. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Sammlerkisten A45 Liter plus eine etwas kleinere Box, kaum der Rede wert, etwas kleiner. Plus ein Fach, in dem so alles mögliche Wolle in Tüten mit angefangenen Sachen, ja, Uraltwolle, keine Ahnung. Und noch auch eine etwas kleinere Kiste mit allem Möglichen. Das meiste davon ist bei Ravelry eingepflegt. Ich habe gestern festgestellt, weil ich habe diese Frage gleich zum Anlass genommen, mal wieder zu sortieren, weil die Kisten waren sortiert, aber ihr wisst ja, wie es ist. Man nimmt was raus, dann braucht man es vielleicht doch nicht. Dann wühlt man sich aber nicht an die unterste Kiste vor, sondern legt es halt schnell irgendwo hin oder tut es eben in so eine Sammelsurium-Kiste. Genau, und diese Frage habe ich zum Anlass genommen, da mal wieder aufzuräumen. Und habe dabei festgestellt, ich habe nämlich meine Kisten durchnummeriert und habe mir auch immer dazu geschrieben, klar, was drinnen ist, Sockenwolle bunt, Sockenwolle Uni und auch, ob ich es in Ravelry erfasst habe. Und ich habe zwei Kisten, eine mit so Bändchen und Effektgarn und eine mit Fransengarn und eben so dieses Verschiedene und die sind gar nicht bei Ravelry erfasst. Also ich habe noch mehr, als es da steht. Ja, egal. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal so vielleicht in jeder Folge oder wie ich dazu komme, so ein paar Schmankerl.
Und ich fange mal an mit der Sockenwolle. Genau, also die Opal-Sockenwolle, diesen Riesending, den kennt ihr ja, den habe ich euch gezeigt, wo ich es gekauft habe. Genau, der eine wandert ja gerade in meine Schopfersocken und da sind noch diese zwei Knoll, die ich bei einer 100-Wasser-Ausstellung gekauft habe. Genau, also das sind, na, spiegelt ein bisschen. Ich wollte es nur nicht auspacken, weil die habe ich euch ja eigentlich erst gezeigt. Also das ist so Schmankerl. Dann habe ich, ich muss hier gerade abtauchen, zweimal Zauberbälle, hier in diesem Pink-Grün. Das war ja auch wieder so der Klassiker, da hatte ich zwei. Und dann habe ich den Loop durch die Blume, ups, ist er davon gekullert, dann habe ich den Loop durch die Blume gestrickt. Da war von drei Knoll die Rede, weil man ja beide gleichzeitig verstrickt und wenn die Farben sich zu ähnlich werden, dann muss man natürlich einen Teil abwickeln oder halt eben mit dem anderen Knoll weiter stricken, sonst sieht man ja das Muster nicht mehr. Das ist Double Face gestrickt. Genau. Im vorauseilenden Gehorsam habe ich geschaut, wo kriege ich denn die her? Habe dann bei Ravelry auch jemanden gefunden, die tauschen wollte. Oder verkaufen, die habe ich hier abgekauft und die hatte zwei. Und dann habe ich gedacht, na, nimmst lieber sicherheitshalber beide. Ja, das heißt, ich habe jetzt wieder genauso viel Knäuel oder eben eigentlich mehr, hier oben sind noch so die Reste drinnen, wie ich vorher gehabt habe. Ja, also von wegen Stash-Abbau, haha. Dann habe ich, der ist jetzt gerade rausgekullert, hier noch den Café Flair. Das ist eigentlich nicht blau, das ist auch wieder so Petrolfarben. Da habe ich drei. Da habe ich mal irgendwie was angefangen, aber fragt mich bitte nicht mehr, was das war. Ich habe keine Ahnung, was das werden hätte sollen. Stevie haben nichts dazu geschrieben. Das werde ich mal noch, den muss ich nur auftrennen. Und ursprünglich war der mal geplant, der zusammen mit auch so einer petrolfarbenen Wolle, ein bisschen was Wuschligeres. Da habe ich mir bei der Birgit Freier gekauft, zumindest die Anleitung ist von der Birgit Freier. Ich habe es mir nicht auch in Painted Sun oder so, also in dem, bei Ravelry, wo das eben im Stash erfasst ist, da habe ich es dazu geschrieben. Also das wollte ich die und ich glaube Otanio, aber die Otanio habe ich inzwischen, glaube ich, für was anderes hergenommen. Also ihr seht schon, so mit Kaufen und Planen ist bei mir nicht immer unbedingt so, dass die Wolle dann auch wirklich das wird, für das sie ursprünglich mal gedacht war. Ja, genau. Also das sind meine Zauberbälle. Sind ja eigentlich auch Sockenwolle. Dann habe ich mir da mal ein paar raufgeholt. Wir waren ja vor 2 Jahren im Odenwald im Urlaub. Unter anderem ist da Hirschhorn und da gibt es die Textilfärberei, die meines Wissens nach auch für Zitron färben. Und die haben einen Lagerverkauf. Und da war die Wolle natürlich extrem günstig. Und ich habe da wirklich Haufen gekauft. Da haben wir eben auch diese, die ich immer Raupenmützen nenne, die haben wir da eben auch gesehen. Und da habe ich mich wirklich eingedeckt mit Wolle eben, wo wirklich Socken draus werden sollen, beziehungsweise eben auch Wolle für die Mützen dann eben mit einem einfarbigen Garn auch noch dazu. Also da habe ich richtig zugeschlagen. Und aus diesem ganzen, ich weiß nicht, ich glaube 2 Kilo oder was ich da mit heimgeschleppt habe, habe ich jetzt einfach mal so 3, die mir momentan von den Farben her absolut besonders gut gefallen, mal rausgesucht, um sie euch zu zeigen. Und die wandern auch in meinen Schrank. Was es mit dem Schrank auf sich hat, erzähle ich euch auch gleich noch. Ja, hoppala, schmeiße ich noch mein Wasser um. Ja, und dann habe ich hier noch so meine, so eine Kiste mit, ja, eben so Schmankerln. Bei 1000 schön letztes Jahr im März, April in Stuttgart auf der Kreativmesse, heißt nicht Kreativer, heißt Kreativ. Habe ich bei 1000 schön eingekauft. Ja, dann habe ich, die habe ich mal bei Davanda, Sock Wave ist es. Ist auch wieder mehr Petrol als Blau und so ein schönes Grau. Ja, von ätherische Öle habe ich auch welche.
kenne ja die Moni auch persönlich, die eben die Monika Göhrig, die dahinter den ätherische Öle hinter der Firma steckt. Ja, und auch wenn ich selber färbe, aber so tolle Farben. Ja, da habe ich was gekauft. Ich glaube, irgendeinen hat sich die Antonia ausgesucht gehabt. Ja, dann habe ich hier Austermann Handpainted. Die habe ich in Stuttgart auf der Kreativa gekauft. Die haben mir einfach so gut gefallen. Und es ist halt eben, wie man sieht, eben wirklich ja wie handgefärbt. Genau. Ja, Drachenwolle habe ich noch einen. Einer ist ja in Johanna ihre Socken gewandert. Die so ganz untypisch gestrickt sind. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Genau, hier, der hat mir auch so gut gefallen. Den habe ich, genau, eben da exklusiv für Sockenmanufaktur hat sie den. Und den habe ich auch in Stuttgart gekauft. Da ist noch einer, das ist jetzt zum Beispiel so einer, den ich auch mal gekauft habe, auch bei Davanda. Genau, ach, da habe ich schon 10 Gramm abgewickelt. Das wäre jetzt nämlich zum Beispiel so einer, den ich hergeben würde, weil es einfach nicht mehr so wirklich meine Farben sind. Aber ich sehe gerade, da habe ich 10 Gramm ins Wanderpaket abgewickelt. Insofern, ja, ach mei, stricke ich ihn halt und schenke die Socken dann her oder so. Ja, und da noch einen von La Kepple. Der hat mir auch so gut gefallen. Dieses wirklich richtig schwarz mit dem, wie Feuerwehr, wie Flammen. Ja, also das war jetzt mal eine ganz, ganz, ganz kleine Auswahl meines Stashs. Also an Sockenwolle habe ich, wie gesagt, eine 45-Liter-Kiste mit bunter Sockenwolle, eine mit einfarbiger Sockenwolle und dann habe ich noch eine Kiste, die ist nicht ganz so voll, da ist Lace-Garn drin. Das nimmt nicht so viel Platz weg, deswegen ist wahrscheinlich die Kiste nicht voll. Nicht, weil es so wenig ist, sondern weil es weniger Platz wegnimmt. Und da sind jetzt auch noch gestern ein paar Stränge Sockenwolle reingewandert, weil die eigentliche Kiste, da, ich bringe den Deckel schon kaum noch zu. Ja, also ein minimalster Teil meines Sockenwollvorrates. Genau, und ich habe einen Schrank in unserem Allzweckzimmerbüro. Kann euch mal hier noch ein Foto einfügen. So ein richtig schöner alter dunkler Bauernschrank. Eigentlich mag ich es ja nicht so dunkel, wie man hier sieht. Ich habe gerne alles eher in hellem Holz, aber der ist schon alt. Von meinem Mann auch, von irgendwem mal bekommen, keine Ahnung. Und den wollte ich unbedingt haben für meine Wolle. Die selber gefärbte, die ist schön in Kisten sortiert, beschriftet. Damit ich einfach mal schnell was zur Hand habe, wenn jemand was bestellt oder wenn ich auf den Markt gehe oder auch den Überblick, dass ich sage, ah, da muss ich mal wieder was färben. Und unter anderem ist denn da aber auch so meine Schmankerl drinnen. In den Schubläden und nicht nur in den Schubläden. Genau. Und genau, diese ganze Sockenwolle, die ich euch jetzt gezeigt habe, die wandert in diesen Schmankerl-Schrank. Und mal schauen, vielleicht zeige ich euch das nächste Mal dann einfach noch mein Lace-Garn, das ich so habe. Ja, dass ihr mal so ein bisschen wisst. Wer es ganz genau wissen will, muss ich meinen Stash bei Ravelry anschauen. Genau, also wie gesagt, wenn der Keller mal so aufgeräumt ist, dass ich guten Gewissens ein Foto machen kann, dann mache ich das gerne. Ihr werdet entsetzt sein und genau, dabei zeige ich euch so. Das macht auch total Spaß, ehrlich gesagt, mal wieder in diesen Schubladen aufzumachen und mal wieder ein bisschen drin rumzuwühlen und mal wieder zu schauen. Und also das wirklich, das macht richtig Spaß. Oder auch in den Kisten unten, ja, und sich zu denken, ach Mensch, und die ist doch aber eigentlich schön. Ach, und da könntest du doch auch mal, also ja, macht wirklich Spaß. Insofern danke ich euch für die Anfrage nach meinem Stash, weil sonst hätte ich mir da jetzt auch gestern gar nicht die Zeit genommen, da mal zu gucken, was da eigentlich noch alles Schönes drin rumfliegt. Ja, genau, damit bin ich auch am Ende. Ich glaube, es reicht auch wieder. Ich habe auch jede Menge Häkelgarn. Also wenn irgendjemand von euch Häkelgarn braucht, dann sagt es Bescheid. Ich habe sämtliche Stärken. Ja, genau. Wenn ich mich hier so umschaue, habe ich euch alles gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Genau, hoffe, es war nicht langweilig. Hoffe, ich komme in 2 Wochen wieder zum Aufnehmen. Und
Genau, werde den Schwerpunkt ein bisschen aufs Spinnen legen, eben ein bisschen was erklären, hoffe ich zumindest, dass ich dazu komme, mir Gedanken zu machen, aber für euch tue ich alles. Dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit, gute 2 Wochen. Die Sandra sagt immer, lasst keine Maschen fallen. Ich sage immer, ich wünsche euch immer Wolle auf dem Spinnrad und auf den Stricknadeln. Und ja, hoffe, wir sehen uns alle gesund in 2 Wochen wieder. Bis dahin, pfiat euch, macht's es gut!